Ja, und jetzt ist sie da, die Einmeldung aus Berlin, denn das Verwaltungsgericht, es hat also die Verbotsverfügung der Polizei für eine geplante Anti-Corona-Demo gekippt. Die Veranstaltung morgen könne also unter Auflagen stattfinden. Das sagte soeben ein Gerichtssprecher in der deutschen Hauptstadt. Allerdings, dieser Beschluss ist noch nicht rechtskräftig und wird jetzt wahrscheinlich in die nächsthöhere Instanz gehen. Wir werden natürlich den ganzen Nachmittag weiterhin über die aktuelle Lage berichten. Aber Daniela Will ist natürlich auch zugeschaltet. Sie war ja heute bei der Polizei und hat sich dort die Pressekonferenz zu den Auswirkungen, die für das kommende Wochenende anstehen, genau das Ganze angehört. Und Daniela, jetzt haben wir also diese Entscheidung. Das Verwaltungsgericht hat es gekippt. Was heißt das jetzt konkret? Ja, das heißt vermutlich, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. Du hast es schon angekündigt. Es gibt ja noch zwei Instanzen, in die das Ganze weitergehen kann, beziehungsweise zumindest seitens der Versammlungsbehörde gibt es noch das Oberverwaltungsgericht. Da kann das also jetzt noch einmal versucht werden, also die Versammlung noch einmal versucht werden zu verboten, beziehungsweise das Gericht kann das noch einmal überprüfen. Und dann könnten wiederum aber eben auch die Antragsteller noch eine Instanz höher gehen und könnten sogar das Bundesverfassungsgericht anrufen. Und man hat auch schon angekündigt, diese ganzen Möglichkeiten ausschöpfen zu wollen. Aber die Polizei, die hat sich ja sowieso auf alle Szenarien vorbereitet. Also in der ausführlichen Pressekonferenz gerade hat man eben auch dieses Szenario, das Verbot wird gekippt, die Veranstaltung kann stattfinden, durchgespielt, hat gesagt, dann wird es natürlich vor allem in den Händen der Beamten liegen, die Corona-Maßnahmen durchzusetzen. Aber man hat sich da im Vorfeld schon sehr, sehr skeptisch gezeigt. Deswegen ja letztendlich auch auf dieses Verbot gedrungen, weil sich im Vorfeld eben auch am 1. August bei vorangegangenen Demonstrationen schon gezeigt hatte, ja, wenn Corona-Gegner, Gegner dieser Maßnahmen demonstrieren, dass man eigentlich auch davon ausgehen kann, dass sie sich während dieser Demonstration eben nicht an diese Maßnahmen halten. Aber was genau plant denn auch die Berliner Polizei jetzt? Es hieß ja, dass sogar die Straße des 17. Juni in gewisser Weise abgesperrt werden könnte. Die Wasserwege, also die Spree im Regierungsviertel stärker überwacht und auch die Busse, die reinkommen. Wird es diese Kontrollen trotzdem geben? Ja, das ist jetzt ein bisschen fraglich, denn das ist natürlich das Szenario, wenn das Verbot aufrechterhalten blieben wäre, wenn also letztendlich die Demonstration dann auch nicht rechtlich Entschuldigung, wir sind hier gerade gestört worden. Also das wäre letztendlich die Option gewesen, wenn die Demonstration dann rechtswidrig gewesen wäre. Entschuldigung, wir haben hier gerade ein anderes Thema. Also, jetzt nochmal. Das wäre die Option gewesen, wenn die Demonstration rechtswidrig gewesen wäre, wenn dieses Verbot aufrechterhalten geblieben wäre und dementsprechend man dann hätte versuchen müssen, diese Demonstration gar nicht erst stattfinden zu lassen. Ob das jetzt tatsächlich stattfindet, du hast es angesprochen, Carsten, die Plätze besetzt werden von der Polizei, die Wasserwege durch die Wasserschutzpolizei, das schwere Geschütz, das man angekündigt hat, also im Zweifelsfall auch Wasserwerfer einsetzen zu wollen. Das ist jetzt alles sehr, sehr fraglich, aber weil man ja weiterhin versucht, jetzt auch in der nächsten Instanz dieses Verbot aufrechtzuerhalten, ist es zumindest noch nicht vom Tisch. Daniela, danke erstmal für den Moment. Und ja, die Situation in Berlin ist tatsächlich angespannt. Aber ich glaube, dieser Zwischenruf einer Berlinerin, der hatte eben nichts mit der Corona-Demo zu tun. Danke erstmal.